Hallo, hallo Leute, und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Ja, wir sind hier stehen geblieben an dieser unglaublich schönen Stelle. Ohne Armbrustmodifikation und ansonsten einem sehr, sehr ruhigen und langen Gang, der mich nach wie vor noch verwundert hat. Aber ich weiß ja leider Gottes, dass sich diese Ruhe und diese idyllische Atmosphäre hier leider noch ins Böse wandeln wird. Also von dem her werden wir uns jetzt erstmal nach unten begeben in den Keller. Und wir hören quasi schon das Grauen. Wir warten jetzt ganz kurz, Leute. Das Grauen wird lauter. Kommt das Grauen auch mal her? Da ist das Grauen. Ha! Das Grauen nennt sich nämlich Hundis. Na komm. Stirb, du dreckiges Stück Scheiße. Nummer 1 wäre down. Die Frage ist, wo ist Nummer 2? Die Frage ist, ist es nur noch einer oder sind es noch zwei? Ich weiß es nicht. Kommst du eventuell jetzt, wo ich den Bildschirm gewechselt habe? Ich glaube, der hängt genau hier vorne links um eine Ecke an der Wand. Und wartet nur darauf, mich attackieren zu können, dieser dreckige Bastard. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Sorry Leute, das war jetzt glaube ich gerade ein bisschen laut. Ich sehe nämlich den Ausschlag quasi in Audacity. Oh Gott. War das hier nicht ein Schreibtisch? Ich meine, das war ein Schreibtisch, wo irgendwas drauf ist oder irgendwas drin ist. Okay, egal. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Ein Kläutchen, Leute, ein Kläutchen. Ja, ich liebe Kläuter. Wunderschön, wunderschön. Könnten wir eigentlich kombinieren, aber machen wir noch nicht. Machen wir erst, wenn uns so der Platz ausgeht. Was haben wir hier noch? Aha, natürlich nehmen wir die Karte mit. Wunderbar. Und hier haben wir auch noch was. Nicht? Hier? Oder hier vorne irgendwo? Ihr könnt die Energie mit diesen 5 Schaltern in unterversorgten Bereiche umleiten. Wenn sie die gesamte Energie nutzen, könnte das zu einem Kurzschluss und Stromausfall führen. Oh mein Gott! Okay. Jetzt die Frage, wie war das noch? Ich meine, es gab ein bestimmtes Muster. Und es erinnert mich jetzt gerade an Resident Evil Zero. Deswegen, oh Gott. Machen wir mal hoch. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Bam. Wunderbar. Da kann ich jetzt auch rein, allerdings erst, wenn ich mir so eine Karte habe. Und jetzt die Frage, wo sind die verwichsten Hunde? Wir hatten gerade das Problem, dass einer von hinten, einer von vorne kam. Ich kann jetzt nicht mich an einem vorbeischleichen und dann... Ich weiß nicht. Ich muss irgendwie versuchen, mich am einen vorbeizuschleichen. Na komm. Wir haben keine andere Wahl, Leute. Bist du da? Hi! Oh, du Scheiße! Lauf! Oh Gott! Okay, er war also wirklich da. Das Problem war dann letzten Endes nur, dass ich nicht genau gesehen habe, wo er war. Oh Gott! Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache gerade. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache gerade. Ich weiß nämlich nicht genau, ob es hier auch noch irgendwelche Viecher gab. Deswegen laufe ich gerade ein bisschen langsamer. Okay, sieht jetzt gerade ganz gut aus. Noch ein Kläutchen, Leute. Noch ein Kläutchen. Wir werden hier zugebombt mit Kläutern.
Ist das nicht schön? Gut, dann würde ich sagen, können wir hier auch wieder rausgehen. Dieser Teil hier, dieser Wagen zum Beispiel, der, ja, die Handbremse ist los, aber alleine kriege ich das nicht bewegt. Das wird später erst relevant. Deswegen kann ich da jetzt schon mal ganz gut sagen, hier werden wir nicht mehr hinkommen. Ah. So, jetzt können wir uns beruhigt um die Hunde kümmern. Na komm. Denn die Hunde sind jetzt... Na. Sind jetzt nämlich beide... glücklicherweise... direkt vor uns. Und das macht das Ganze schön entspannt. Einfach nur abwechselnd schießen. Und irgendwann hört man dann so komisches... Jaulen. Vielleicht er jetzt? Nein? Okay, und... Ja, schön, jaul. Ja, jaul, du dreckige Töle. Haha, okay, die Hunde hätten wir hier auch erledigt. Das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Jetzt können wir hier quasi sehen, dass wir hier nicht rein können, weil... verschlossen, ja. Ein Kreuz ist eingraviert. Und in die andere Tür, die sich... Wo war denn die andere Tür? Hä? Bin ich jetzt gerade bekloppt? Ah, hier war die andere Tür. Hier kommen wir nicht rein, weil dort ein elektronisches Schloss ist und wir brauchen eine Karte, eine ID-Karte, um da reinzukommen. Deswegen, wir haben jetzt gerade keine großartig andere Wahl. Wir müssen jetzt erst einmal den einzigen verbleibenden Weg nehmen, und zwar diesen hier. Ha! Wir hören schon wieder das Unheil. Aber finden natürlich dementsprechend auch etwas Schönes. Ja, das mischen wir mal. So, da wir hier Unheil haben, werden wir einfach weiterlaufen. Okay, die Viecher sind oben gewesen und würden runtergesprungen kommen. Das will ich aber nicht. Ist nämlich jetzt nicht so meins. Okay, hier gehen wir mal in den wunderbaren Raum hier rein. Ah, und wie wir hören, es ist ein Safe Room. Das heißt, hier gibt es auch eine Kiste für uns. Wo wir erst einmal wieder all möglichen Scheiß verstauen können. Unter anderem auch unsere schönen... Kläuter! Von denen wir mittlerweile wirklich viel zu viele haben. So, ein Kräutchen behalte ich mal bei mir für den Fall des Falles. Und dann gehen wir wieder raus. Ah, Gott, Leute, das ist so schön. Huch! Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry. Don't go alone. Sherry! Sherry! Yeah. Ihr seht richtig, wir spielen Sherry. Und, ich muss noch mal kurz sagen, ihr könnt auch ruhig noch mal zurückspulen, aber ich finde nach wie vor, dass der Satz "What's the matter? Don't you trust me?" dass es sehr, sehr pädophil rüberkam. So ein kleines bisschen nach dem Motto, ach komm schon, nimm die Bonbons und steig in den schwarzen Van. Es passiert dir nichts. Also das klang auf jeden Fall so, war sehr verdächtig. Gut, dann gehen wir erstmal nach oben und, wir werden mal schauen, was wir mit der kleinen Sherry so alles machen können. Wie wir hören, die kleine Sherry hat auch hier Hunde. Wir schauen erstmal das Inventar an. Sie hat ein Erste-Hilfe-Spray und ein Foto.
Das Foto können wir erstmal angucken. Ein Foto von Sherry mit ihren Eltern. Ja. Mehr hat sie nicht dabei. Wir werden auch direkt loslaufen. Wir scheißen mal auf die Hunde. Ah. Eins kann ich auf jeden Fall sagen. Sherry hält relativ viel aus. Sie ist ein kleines, dreckiges Drecksblag, was niemand haben will. Aber sie hält verfickt viel aus. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das ist einer der Gründe, weshalb sie es überhaupt geschafft hat, hier irgendwie durchzukommen. So. Hier müssen wir eigentlich nicht hin, aber... Hier gibt es etwas, was wir für Claire noch mitnehmen können. Und zwar Granaten. Ja, die liegen einfach mal so rum, ne? Ich meine, ist klar, Polizeipräsidium und so weiter. Die legen die Granaten auch einfach irgendwo ins Untergeschoss. So ein kleines bisschen verwinkelt hier und versteckt dahin. Muss ja niemand finden. So. Ah! Spring doch der kleinen Mädel... Spring doch dem kleinen Mädel nicht ins Gesicht. Hört doch auf! Lass es gut sein. Wir können uns ja gleich mal eben kurz den Gesundheitszustand von Sherry angucken. Sie wurde jetzt bereits dreimal von Hunden attackiert. Sie wurde dreimal von Hunden angesprungen und gebissen. Ihr geht es noch gut. Es ist ein kleines Mädchen. Ein kleines, weißes Mädchen in einer japanischen Schuluniform in einer US-amerikanischen Stadt. Und dieses kleine Mädchen wird von zombifizierten Dreckshunden attackiert. Sie wird extremst gebissen und es spritzt das Blut nur so heraus. Trotzdem geht es ihr noch gut. Ich meine, klar. Klar, wenn mich so ein zombifizierter Hund angreifen würde, mir würde es auch noch gut gehen. Klar, ganz klar. Es geht auch, du Hure! Meine Güte! Das ist jetzt ein sehr, sehr langwieriger Teil dieses Spiels, weil die kleine Sherry einfach recht... Ja, sie ist ein wenig... nicht schieben, du Opferkind. Nicht schieben, du Opferkind! Hoch da! Meine Fresse! Ah! Weil es einfach sehr, sehr lange dauert, mit Sherry hier überhaupt hochzuklettern und das zu verschieben und hast du nicht gesehen. Das ist so ein kleines bisschen... So ein kleines Manko. Aber hey... So, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. So. Dieses kleine bisschen hätte uns nämlich so ein kleines bisschen daran gehindert, diese andere Kiste da reinzuschieben. Und dann hätten wir noch einmal dahin gehen müssen und so weiter und so fort. Ja. Gut, und die Leute, die natürlich jetzt besonders gut aufgepasst haben, die wissen natürlich, dass dieses Rätsel hier in Resident Evil 1 schon einmal existiert hat und man es hier rein technisch gesehen einfach recycelt hat. Ja, hat man. Man hat das Ganze auch in Resident Evil Zero eingebaut. Es ist meiner Meinung nach schon so ein kleines bisschen wie so ein Running Gag. Ja, es ist irgendwie so eine Art Running Gag, den man hier und da mal einbaut. Finde ich allerdings auch nicht schlimm. Weil irgendwie, es hat was. Es hat natürlich nur was, wenn man das mit schnellen Charakteren macht, die nicht ungefähr 3 Jahre brauchen, um irgendwie so eine kleine scheiß Treppe hochzuklettern. Nee, tut mir leid. Das Wasser ist wie immer unglaublich ekelhaft, schmutzig, dreckig, verseucht, höchstwahrscheinlich komplett infiziert mit dem T-Virus. Und hier haben wir einen Revierschlüssel. Ja klar, natürlich. Immer gerne. Ich meine, ich persönlich lege den Revierschlüssel, den man oben braucht für die Türen, auch immer in den Untergrund. In die hinterste Ecke, irgendwo bei den Kanalisationsabgründen, was auch immer. Verpiss dich, du Drecksköter. Und, warum nicht? Willst du mit? Dann nehmen wir dich jetzt mit. Okay, wir haben jetzt einen neuen Freund. Wie wollen wir ihn nennen? Hasso, Hank, Rex, Friedrich, Günther, Jürgen, keine Ahnung. Ach, der ist nicht da, das ist aber schade. Claire, are you there? Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here. Here's another. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire, I can't reach the...
ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry! Sherry! Ach ja, von einem kleinen Mädchen einfach so im Stich gelassen, ne? Willst du den Scheiß jetzt mal? Danke. Gut, wir haben einen Revierschlüssel bekommen. Natürlich, wie man schon erkennt, es ist der Kreuzschlüssel. Und des Weiteren haben wir Granaten bekommen. Granaten haben wir ja, glaube ich, so an sich auch schon, aber ich meine, noch mehr Granaten, warum nicht? Und das Schöne an der ganzen Sache ist, das Ganze hat jetzt so lange gedauert, dass wir jetzt perfekt zum Partende noch einmal unser Inventar aufräumen und dann weitergehen können, Leute. Allerdings erst im nächsten Part. Wir werden erstmal schauen, dass wir... kacke. Dass wir den Schlüssel hier kombinieren. Und dann geht's einfach mal weiter. So. Revierschlüssel immer schön dabei. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Resident Evil 2. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir ebenso gerne einen Kommentar. Denn nur so kann ich mich verbessern. Ansonsten, reingehauen, Leute. Tschüssi und Kowski.